Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu gefrorenem Fleisch in Fallout. Das sieht so seltsam aus, wenn es regnet, ja. Dann ist das hier so nass und sieht aus, als wäre es, weiß ich nicht, mit Karamell oder Eis überzogen. Naja, okay, ich will nicht meckern. Ich könnte es nicht besser. Bei weitem schlechter könnte ich es. Ich habe mir jetzt erstmal Kate jetzt dazu genommen, denn Vault 95 ist ja eine Entzugsklinik und sie ist ja eigentlich süchtig. Und ich habe das Gefühl, wenn wir mit ihr ein bisschen rumlaufen, dass wir noch ein bisschen wärmer mit ihr werden, ne? Und sie sich vielleicht noch weiter uns anvertraut und wir dann vielleicht ihr helfen können. Ich habe es ja schließlich auch geschafft, mit Rauchen aufzuhören. Da werden wir sie bestimmt auch von dem Jet runterkriegen. Mal gucken, was wir tun. Also, wir schauen mal. Wir haben noch... Wir müssen hier ein Bootshaus säubern. Ist ja super. Die kenne ich noch gar nicht. Baue Mila auf. Lassen wir mal beide. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Da ist eine Karte. Das ist Mila. Und da ist das Bootshaus. Okay. Da waren wir auch noch nicht. Was ist hier los? Gutshof. Und dann gehen wir schräg rüber. So, ansonsten haben wir ja den den Sender hier, ne, den von dem einen Runner. Lass uns schnell machen. Fühlt sich komisch an, hier zu sein. Ja, ja, ja. So, hier haben wir noch eine wieso knattert das hier so? Da in die Richtung. Rüber da. Ach, wir müssen über Wasser, hä? Mal gucken. Na, da ist doch was reingeplätschert. So, da in diesem Haus müssen wir rein. In dieses Haus. Da liegt eine Mine. Okay, das ist die wieder mit Sicherheit meine Füße zerfetzt. Und okay. Relativ unbeschadet. Ah, Blutkäfer. Okay. Ach, guck mal, wir kriegen Besuch. Oh. Und treffen dich mal. Wie sieht's aus? Da kommt einer um die Ecke. Torso, Torso, Torso. Feuer. Das sind ja... Was ist denn mit denen los hier? Uiuiuiui. Ja, und... Nee, dich hier vorne. Dich kriegen wir auch noch. Oh, die greift an. Nein, die greift an. Das Feuer. Eins, zwei und drei und... Wo noch? Ach, ist so verseucht. Nur. Also treffen wir schon super. Vor allem die treiben alle ab hier. Ui. Eins. Hey, hallo. Also, das ist ja, also... Wenn man mal ein bisschen vorsichtig unterwegs ist. So, jetzt können wir die... Jetzt können wir die schön... Nein, 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 nein. So. Komm mal her. Dann können wir alles wiederverwerten. Und kochen. Kochen. Nein! Haben wir aber Schweine gehabt. Na, da hatte ich schon wieder... Wir sind nicht radioaktiv. Ist ja super. So, dann sind wir beim Bootshaus angekommen. Was wird uns da erwarten? Musik.
Auf alle Fälle sowas wie die Stechmücken. Jawohl. Jawohl. Aber die anderen sind, glaube ich, keine Stechmücken, ne? Obwohl, so wie die rumschwanken, sind es welche. Ja, die schauen wir uns mal gleich an. Nachdem wir hier kocht. Ne, können wir noch nicht. Nummer 1. Und Treffer. Yeah. Und dann nochmal. Na komm, komm. Ja, dich wollte ich auch nicht treffen eigentlich. War schön, mit dir den Boden aufzuwischen. Ja. Das war's. Ach, hier wird... Ach, das war ja eine... okay, ich weiß. Nee, ich mach das Radio bloß aus. Kein Problem. So. Ah. Na komm. Jawohl. Geschafft. Ja, das sieht gut. Ah, das sieht gut aus. Da haben wir nichts drin. Da ist noch eine Haarbürste. Nochmal was zum Entsperren. Na, nee, das. Bei einem einfachen Schloss. Schön. Schön. Ja. Also manchmal kann es sein, dass die Waffen so. Nee, eigentlich müssten die Waffen doch immer gleich Schaden haben, oder? Grundschaden. Weil, wenn ich so angucke, was hier jetzt so der Impro-Repetierer. So für einen Schaden produziert, das ist ja schon Wahnsinn. So. Das war eher als ich. Margarets Notiz. Merken wir uns mal. Margarets Notiz. So, Margarets Notiz. MMM wie Margarets Notiz. Margaret, so. Mama, Russell ist jetzt seit mehr als einem Tag weg und ich mache mir langsam Sorgen. Wir wollten es dir nicht gleich sagen, aber wir haben ein altes Holoband aus der Vorkriegszeit im Bootschuppen gefunden. Anscheinend hat jemand Kems im Abfluss am Ende des Kanals versteckt. Russell dachte, wir könnten sie vielleicht an einen der Händler verkaufen, um noch ein weiteres Brahmin anzuschaffen. Tut mir leid, dass wir es dir nicht gesagt haben. Es sollte eine Überraschung sein, aber das ist schon das zweite dieser Insekten, das wir heute gesehen haben. Und ich glaube, da stimmt was nicht. Ich werde nach ihm suchen. Keine Sorge. Ich schaue nur kurz nach und bin... Bald wieder zurück, Margie. Margie. Ich glaube, da erspannt sich noch eine kleine Story für uns. Oder? So, jetzt können wir kurz kochen. Jetzt können wir nämlich die, so, hier, das Blutkäfersteak. Alles zu essen. Und wir haben hier bestimmt auch noch was. Nee, haben wir nicht. Okay. So. Gehirnpil... Falsche Taste. So. Haben wir noch irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Brahminfleisch, gut. Das könnten wir wahrscheinlich gleich... Ja, siehst du? Ein Ribeye-Steak. Hammer, 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 Hammer. So. Und dann gucken wir mal. Dann können wir jetzt hier ein... Wie war das? Oh, ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Das war hier so ein Rekrutierungsfunkstrahl, ne? Einmal. Und dann mussten wir noch Strom produzieren. Eigentlich. Da. So. Und dann mussten wir bloß doch... So. Gut, aber ich will mich ja eigentlich nicht so doll darauf versteifen, auf diese Geschichte. So, das hätten wir erledigt. Und dann gucken wir weiter.
Sprich, Unterschlupf, Molekular, brauchen wir, stählerne Schatten. Ah, guck mal, mit Jack Cabot über das Artefakt. Stimmt, den hatten wir ja schon Weilchen nicht mehr. Den nehmen wir mal mit. Aber sowas von nehmen wir den mit. No? Der war von den Cabots hier. Mal gucken. Das war hier eigentlich. Baumile. Da. Da. Ach, so. Nein. Muss ich in die Psyche rein? Okay. Dann gehen wir zur Irrenanstalt. Und suchen ihn da auf. Was zum Teufel war das? Genau, keine Ahnung. Na? Und Treffer. Wow. War das etwa schon alles? Na, scheint so. Ach, hier liegt doch das ganze Zeug rum, wa? Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Na klar, teilen wir. 5 für mich und keine für dich, ne? Machen wir. Hier liegen noch die Leichen vom letzten Mal rum. Cool. So, dann haben wir ja noch den Schlüssel. Das heißt, yeah, ich komm rein. Aber das müsste jetzt relativ clean sein, hoffentlich mal. Huch. Ich gebe es nur ungern. Jemand hat diesen Ort verwüstet, ha? Ach. Glaube ich nicht. So. Hatten wir den hier schon? Ja, hatten wir schon. So. Und da lang. Sowas bereitet mir keine Sorgen. Okay. Tschüss. Huch. Ich muss mal gucken, es gibt doch bestimmt noch Perücken oder sowas, ne? Kann man bestimmt die Protagonisten noch ausstatten damit. So, Jack Cabot, da ist er ja. Hallo. Hallo. Ja, da bist du wieder. Ja. Gute Nachricht. Ach. Ich weiß, wie die Telekinese des Artefakts genutzt werden kann. Cool. Ich hab's an diesem alten Lasergewehr befestigt. Ach. Es ist nicht möglich, es ohne direkte Nervenverbindung zu kontrollieren. Diese Funktion wurde durch den Tod meines Vaters wohl oder übel zerstört. Aber du verfügst noch immer über eine mächtige, zielgerichtete Kraft. Schau's dir mal an. Lorenzos Artefaktpistole. Gamma-Patrone. Aha. Guck mal, hier vorne ist sowas wie ein Skarabäus, ne? Nehmen wir mal mit. Wie funktioniert es? Es verwendet normale Energiezellen. Die interne Energiezufuhr des Artefakts wurde zerstört. Ansonsten einfach zielen und schießen. Es tötet keine Menschen. Aber vielleicht ist es trotzdem nützlich. Ich? Wohl eher nicht. Vielleicht reise ich endlich in den Südwesten. Mein Vater war überzeugt, dass eine weitere Stadt der Außerirdischen in der Mojave-Wüste begraben liegt. Mhm. Ahem. Ich wünschte nur, ich hätte einen Weg gefunden, meinen Vater zu heilen, bevor es so weit kommen musste. Ich glaube es immer noch. Mit etwas mehr Zeit hätte ich einen Weg gefunden, das Artefakt zu entfernen. Aber das ist jetzt auch egal. Tja. Lass mich in Ruhe. Ich trauere um meinen Vater. Okay, ja. Also jetzt haben wir eine Waffe. Wo ist sie denn? Lorenzos Artefaktpistole. Ich pack die mal hier auf... auf die neuen, ne? Ja, die zirpende Grille, sage ich dazu nur. Huch. Zzt. Zzt. Ja, die müssten wir jetzt mal in Einsatz sehen, ne? Nee, darin brauchen wir nicht nochmal gehen. Ach,
cool, da wären die Batterien einfach reingesteckt, die AAs. So. Was machen wir denn als nächstes? Als nächstes hätte ich echt mal vor, einfach durch die Straßen zu schlendern und in das ein oder andere Gebäude zu gehen, weil die Nebenquests, die kommen ja nicht von alleine. Die kommen ja nur dadurch, dass wir hier rundrum laufen und uns die Sachen angucken. Und stolpern letztendlich drüber, ne? So, doch, da lang. Und dann da lang. So. Das ist also eine nicht tödliche Waffe, die ich hier habe. Na, okay. So, wir haben nämlich hier noch ein paar Areale, die wir gar nicht besucht haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Gucken wir mal kurz. Bunker Hill waren wir. Da waren wir gerade hier. Covenant. Keine Ahnung, was Covenant ist. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen, wo wir nur vorbeigelaufen sind. Hier zum Beispiel beim Verbindungshaus sind wir nur vorbeigelaufen. Und es gibt doch noch den Hinweis da drauf. Waren wir da schon weiter unten? Den Hinweis da drauf. Achso, und schwimmen hier oben in dem Wasser. Von ganz am Anfang. Hier irgendwo ist eine... Hier, die Ausgrabungsstätte. Hier ist ja auch Wasser. Da kann man nämlich tauchen, richtig tief. Da müssten wir bloß... Wir haben aber eine Sache, das könnten wir... Oh, eine Irish Pride Werft. Ich glaube... Waren wir da schon drinne? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, da waren wir schon drinne, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Waffe ist. Nicht tödlich. Cool. Nicht tödlich, wie es scheint. Toll. Lass mal nachladen. Aber sie hat Streuweite. Was ist los? Boah. Aber die lädt so unheimlich lange nach. Da liegt jemand. Das ist gut. Ich würde mal sagen, hier schauen wir mal kurz rein, oder? Na klar, da nehmen wir uns nicht viel weg von. Wir gucken bloß schnell, dass wir hier was, noch ein bisschen was essen. Und wir sollten noch ein Red Away nehmen hier. So, okay. Das war erstmal hier wieder ein bisschen cleaner an die Sache rangehen. Und dann gehen wir hier kurz rein, gucken schnell mal rein. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Sind bloß dran vorbeigelaufen oder drauf zu mal. Als Wegweiser. So, wie das hier schon wieder knarrt und schluft. Ist ja haufenweise Viehzeug. Haarklammer. Ist großartig. Ich kann so gut wie nichts sehen. Was? Ist doch alles hell hier. So, bevor wir die Tür öffnen, gucken wir hier hin. Zigarren. Klebeband ist gut. Ah, das ist noch besser. Na, was ist da? Achso, und dann war noch irgendwo so ein Wettbüro-Dingens. Du bist ziemlich geschickt mit einer Haarklammer.
Ach. Oh nö. Das hat ja... Also... Blamko-Käse. Yum-Yum-Eier. Na? Oh Gott, ich ahne. An deinem Handgelenk denn kein Licht? Was ist denn? Ist da, ist doch hell ohne Ende. Geil. Also, ich muss mal sagen, die Waffe ist schon cool. Ah, ein verbrannter Comic, schade. Hier ist es so schrecklich still. Ja. Wer macht alles nach? Eichhörnchen am Stiel. Oh, hier ist so eine leere Kiste. Jetzt bin ich gespannt. Ach du Scheiße. Komm, geh mal vor. Psst. Was gibt's denn? Komm. Murphys machen alles nach. Also seid Zugriff. Ich reiß dir deine verfickten Arme und Beine. Mädel. Oh. Komm mal her. Bitte triff doch. Wow, 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 wow. Ich glaube, ich sollte mich heilen. Was ist denn hier los? Ja. Okay. Die sind aber auch so hart, ja, in letzter Zeit. Okay, ein bisschen Schrot haben wir dazu bekommen. Haben wir auch gerade eine richtige fette Ladung reingehämmert. So, was haben wir denn hier? Auf alle Fälle haben wir hier ein Boot. Das wäre richtig cool, wenn wir hier langtuckern könnten mit dem Boot, ja? Achso, das ist Commonwealth. Ich höre hier noch was zu schlurfen. Meyerlurk Messerklaue. Achso. Wo bist du? Hallo. Hey. Guck dir das an. Hier drüben. Ja. Rorys Essen zu stehlen ist sehr böse. Oh oh. Oh mal hier. Ja. Tabu-Tattoos. Neue Gesichtstätowierung. Uah. Hier bewegt sich gerade was ganz flink. Und zwar die kleinen Freundchens. Hier ist noch ein Computer. Yeah, Rory's Terminal. Rory? Zuchtnotizen.
Faszinierend, wie sich die Kolonie seit den ersten verwaisten Schlüpflingen entwickelt hat. Ich hatte solche Angst, dass die Myolurks nicht überleben würden, aber sie haben genau das Gegenteil gemacht und sind prächtig gediehen. Ich glaube ja, das liegt an meiner positiven Energie und Liebe. Na super. Meine kleinen Murkys sind immer so hungrig. Ich darf nicht vergessen, ihnen das Futter zuzuwerfen, da sie mich neulich fast schon wieder gezwickt haben. Die armen Dinger wissen gar nicht, was sie tun. Ich glaube, du wurdest gefressen, oder? Murkys machen alles nach. Ich habe beschlossen, meine Truhe mit Wertgegenständen im Myolurk-Nest unter dem Schiff aufzubewahren. Allerdings muss ich vorsichtiger sein. Neulich haben sich trotz meiner Warnung böse Leute reingeschlichen und meine Murkys haben was Schreckliches getan. Ich bin froh, dass es keines meiner Tierchen verletzt wurde, aber es war furchterregend zu sehen, wie sie so beiläufig töten. Ich muss sie noch besser abrichten. Okay. Nur positive Botschaften für meine Myolurks. Nur böse Leute essen Fleisch, kleine Murkys. Ab. Ich würde sagen, wir haben Glück. Wir haben die Bewohner knapp verpasst. Knapp verpasst? Wir haben sie aktiv geschalten. Wow, 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 wow. Ey, du Vieh. Meine Fresse. Da kommen noch mehr. Okay. Da. Da haben wir neue Steaks hier. Ich kann den ganzen Tag warten, bis du dich zeigst. Okay, liebe Leute, wir machen an der Stelle ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da machen wir hier ein bisschen weiter rein und gucken mal nach unten und gucken dann weiter, was wir so finden. Ne? Bis dahin, euer Firefox.